Ja, ist das an? Können Sie mich hören? Nee, ne? Noch nicht so richtig. Kann ich ein Mikro bekommen? Oh, ich habe eins. Super. Hallo alle zusammen. Mein Name ist Peggy Piesche und ich möchte euch und Sie recht herzlich hier begrüßen zu unserer Veranstaltungsreihe Streitwert, die wir im Gunda-Werner-Institut schon seit einer langen Zeit sehr erfolgreich machen. Ich freue mich sehr, dass ihr und Sie hier heute alle gekommen seid. Und ich denke, wir haben ein ganz wunderbares Panel zu einem sehr brennaktuellen Thema hier auch zusammen. Unter dem Titel und dem Motto „Selbstbestimmt oder strafrechtliche Regelung, feministische Positionen zum Schwangerschaftsabbruch“ und hier vor allem zu Paragraph 218 begrüße ich Sie alle recht herzlich, mit uns gemeinsam in eine Diskussion zu gehen, zu schauen, wo unsere Dissense liegen, wo wir zusammenkommen können, wo wir ein Momentum auch vielleicht wieder neu erstreiten können. Morgen sollte eigentlich die Berufungsverhandlung im Fall von Christina Hähnel stattfinden. Die einen oder anderen haben sicherlich schon mitbekommen, dass diese Verhandlung vertagt wurde, aufgrund dessen, dass der Gerichtssaal zu klein ist und offensichtlich im Gerichtsgebäude so schnell kein größerer Raum aufgetan werden konnte. Das ist natürlich erstmal ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass wir auch nach fast einem Jahr nach der Verurteilung von Christina Hähnel mobilisieren können, dass das Thema zur Selbstbestimmung und der Regelung der Reformierung und im Spektrum der Abschaffung der Paragraphen 219a und 218 relevant ist und dass wir auch ein Momentum halten können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Situation, dass fast ein Jahr nach der Verurteilung von Christina Hähnel gerade dieser Paragraph 219a noch nicht angegangen ist parlamentarisch. Das, was wir im November 2017 hofften, eigentlich in sehr schneller Zeit, in einer kürzeren Zeit auch verändern zu können. Vor einem Jahr hatten wir ein relativ unerwartetes, großes, auch mediales und gesamtgesellschaftliches Momentum ausgelöst durch die aktivistische Haltung von Frau Hähnel und der Verurteilung und ihrem Standing, was sie in diese Verurteilung gelegt hat. Und auch ein Wiederbeleben der Aktivitäten und des politischen Willens, eigentlich in einem breiteren, auch parlamentarischen Spektrum. In der Zwischenzeit ist viel passiert, unter anderem auch eine Bundestagswahl und eine sehr, sehr lange Zeit der Regierungsbildungsphase. Und da ist auch unser Anliegen, ein wenig unter diese alltäglichen politischen Mühlen wieder geraten. Das bringt uns zu dem Punkt, zu überlegen, wie wir gerade innerhalb der feministischen Diskussionen, innerhalb der feministischen Bündnisse dieses Momentum wieder zu neuem Leben oder mit mehr Energie versehen können. Und da haben wir uns vor allem überlegt, dass wir uns noch einmal genauer anschauen wollen, an welchen Punkten wir unterschiedliche Positionen innehaben, wo es vielleicht auch historisch tiefergehende Dissenses gibt, wo die liegen und vor allem auch, wie wir diese überwinden können, um zu neuen Strategien zu kommen. Dafür haben wir vier wunderbare Expertinnen gewinnen können, mit denen ich die Ehre habe, gleich auf dem Podium in eine gute, streitbare Diskussion zu gehen. Bevor wir das allerdings tun, werden wir auch noch einen Input von Frau Professor Daphne Hahn hören und anschließend dann in das Podium gehen.
Ich darf Ihnen daher zuerst Frau Professor Daphne Hahn vorstellen und später dann auf dem Panel werde ich das mit allen anderen Podiumsteilnehmerinnen tun. Frau Hahn ist Soziologin und auch seit 2010 Bundesvorsitzende von Pro Familia und weiterhin auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Frauengesundheitszentrums in Frankfurt am Main. Sie hat 1998 an der Universität Potsdam zu, und ich zitiere nun, vom Zwang zur Selbstbestimmung, Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch nach 1945 promoviert und hier vor allem auch einen Schwerpunkt aus der Perspektive der DDR-Sozialisation gelegt, was wir schon also zum Anlass genommen haben, ganz wunderbar in Diskussion zu kommen. Frau Professor Hahn hat eine Professur zu Gesundheitswissenschaften und empirische Sozialforschung an der Hochschule in Fulda und zu ihren aktuellen Forschungsprojekten gehören unter anderem Wege aus der Beziehungsgewalt, Ableitung und Entwicklung ressourcenorientierter Unterstützungsangebote in psychosozialen Hilfe- und Beratungskontexten zur Prävention von Partnergewalt. Im Fokus ihrer Arbeit und Forschung stehen Frauengesundheit sowie geschlechtsspezifische Gesundheitsforschung. Ihr ehrenamtliches Engagement führte sie unter anderem zum Nationalen Netzwerk Frauengesundheit und zur AG Frauen und Gesundheit in der Deutschen Gesellschaft für medizinische Soziologie. Und Frau Professor Hahn veröffentlichte auch als Bundesvorsitzende von Pro Familia Stellungnahmen unter anderem auch zu öffentlichen Anhörungen des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages im Juli. Und darin spricht sie sich unter anderem auch im Namen von Pro Familia für die Gesetzesentwürfe zur Streichung des Paragraphen 219a aus dem Strafgesetzbuch aus. Ich freue mich auf einen Input von Frau Professor Hahn, der vor allem auch nochmal Perspektive Ost und West zusammenbringt, etwas, was wir nachher in der Diskussion noch etwas verstärken wollen. Bitte begrüßen Sie mit mir Frau Professor Hahn. Vielen Dank für die sehr freundliche Einführung. Eine kleine Korrektur muss ich vornehmen, ich bin nicht mehr Vorsitzende des Bundesverbandes, weil die Statuten der IPPF vorsehen, dass man das maximal 2 Wahlperioden sein kann. Und ich habe es noch ein Jahr länger gemacht und bin es seit 2017 nicht mehr. Ja? Also alle 2 Wahlperioden wechselt man und danach darf das eine andere Person machen. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Equipment hier holen. Ich freue mich sehr, dass wir gestern dieses wunderbare Telefonat hatten, oder vorgestern, Frau Piescher. Und ich dachte so ein bisschen, wenn ich hier als Vorsitzende des Bundesverbandes rede, als Ehemalige, dann fühle ich mich so als Verbandsfrau. Und als Verbandsfrau ist man ja immer so gewissen Zwängen unterzogen. Und das fand ich ehrlich gesagt dann, weil ich das ja nicht mehr bin, gar nicht mehr so schön. Und wir kamen in das Gespräch und ich erzählte, was ich mal gemacht habe. Und wir entschieden dann, dass der Fokus sehr gut auf diesem Thema liegen kann, auch nochmal Vergleich, weil man sich ja schon fragen kann, auch heute, wenn die Debatte wieder so lebendig wird, wieso eigentlich ist es nach der Wiedervereinigung nicht gelungen, diese Fristenregelung deutschlandweit durchzusetzen? Diese Frage kann man sich berechtigt stellen. Es ist heute, man kann sagen, relativ spät, 29 Jahre oder 28 Jahre nach der Wiedervereinigung, sich diese Frage zu stellen. Aber trotzdem will ich nochmal so einen kleinen Blick in die Geschichte auch der Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch aus Westdeutschland wagen und nochmal zu zeigen, was war eigentlich die Situation da und zu überlegen, warum hat es möglicherweise in der Nachwendezeit nicht funktioniert und das ist vielleicht doch eine gute Grundlage für die Diskussion. Grundsätzlich kann man ja sagen, wenn ich Sie so hier versammelt sehe, das ist ja doch ein überwiegend junges Publikum und die jungen Menschen heute und ich auch natürlich sind selbstverständlich daran gewöhnt, dass sie über ihre Sexualität bestimmen und
über ihre Verhütung selbst bestimmen können. Und ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das eigentlich noch nicht so lang so ist. Also es liegen Welten zwischen den Verhütungsmöglichkeiten ihrer Großeltern oder Urgroßeltern mittlerweile und dem der heutigen Generation. Gerade wenn man sich die Zeit, also zwischen 33 und 45 anschaut, wo eigentlich alles verboten war. Es gab keinerlei Wissensvermittlung, keinen Zugang zur Verhütung und es gab den Schwangerschaftsabbruch unter Todesstrafe. Auf der anderen Seite gab es ihn aber eben auch unter Zwang bei eugenischem Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation. Und nach 1945 beziehungsweise generell ist ja immer die Frage, was der Schwangerschaftsabbruch oder was ihn heute immer noch so in der Diskussion so bedeutsam macht, also warum es so eine wichtige Praktik ist, wie andere Praktiken zur Sexualität und Verhütung, aber keine davon ist heute noch so restriktiv behandelt wie der Schwangerschaftsabbruch. Und wenn man sich die Geschichte der Regelungen zur Sexualität und Verhütung anschaut, dann hat das immer sehr viel mit Gestaltung von Bevölkerung zu tun und auch damit zu tun, wie Geschlechterverhältnisse gestaltet werden und eben auch reproduziert werden, also Hierarchien in dem Fall auch reproduziert werden. Ich beziehe mich hier auf einige Autorinnen, Autorinnen, die ich sehr lesenswert finde, also einmal Botanski, der die große Soziologie der Abtreibung geschrieben hat, dankbarerweise, und sagte, Abtreibung ist weltweit universell. Das gibt es eigentlich in jeder Gesellschaft, auch wenn man es vielleicht nicht empirisch nachweisen kann, aber von diesen Praktiken wird berichtet. Und wir sehen auch, dass alle diese Formen der Regulierung, also der biopolitischen Regulierung, sich seitdem die Möglichkeiten überhaupt so diskutiert werden können, auch historisch durchziehen. Und die beziehen sich auf Sexualität und Fortpflanzung. Also nicht umsonst gibt es auch in diesem Kontext die Diskussion zu Menschenrechten, die ja auch mit dem Missbrauch dieses Aspekts, dieses historischen, auch entstanden sind. Dagmar Herzog, eine Historikerin, die sagt, Abtreibung als rechtswidrig einzuordnen, hat weniger mit dem Schutz des Lebens zu tun, als mit Feindseligkeit gegenüber Verhütung und Selbstbestimmung. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei aktuellen rechtskonservativen Debatten, die das auch wiederum in Frage stellen, den Schwangerschaftsabbruch sowieso. Also es geht eher darum, konservative Lebensmodelle zu erhalten, beziehungsweise, wo sie nicht mehr existieren, auch irgendwie wieder zu bekommen. Ich habe hier alles relativ verdichtet versucht, einen Überblick zu geben über das, was nach 45 passiert ist in Ost und West, also Links-Westdeutschland, BRD, Rechts-Ostdeutschland. Und es war tatsächlich so, dass nach 45, also nach dieser extrem restriktiven Regelung des Nationalsozialismus, es zunächst einmal in Westdeutschland zu einer, sagen wir mal, Liberalisierung ist vielleicht etwas übertrieben, zu einer Lockerung des Abtreibungsverbotes kam, die der Situation geschuldet war. Aber gleichzeitig gab es diese Angst, dass so viele Frauen abbrechen, was sich dann immer auch in den sprachlichen Formulierungen widerspiegelte. Und auch in Regelungen, dass Ärzte, Ärztinnen relativ schnell Fehlgeburten und Frühgeburten melden mussten, weil immer die Gefahr zu drohen schien, dass damit Abbrüche verbunden waren. Also das, die haben das aber nicht gemacht. Also Ärzte, Ärztinnen waren immer schon auf der Seite der Frauen. Wir sehen das ja gerade bei Christina Hähnel und anderen, die sich jetzt mutig der Situation stellen. Aber damals war das auch so und davor natürlich auch, dass es immer die Möglichkeit des illegalen Schwangerschaftsabbruchs gab, aber mit den entsprechenden Konsequenzen für die Frauen. In der Bundesrepublik dann 1971, ich mache hier ein bisschen große Sprünge, gab es ja diese berühmte Selbstbezichtigungskampagne im Stern, ich habe abgetrieben. Und die fand ich oder finde ich heute noch erwähnenswert, weil das offensichtlich zu einem sehr, sehr großen Meinungsumschwung beigetragen hat. Also wenn man heute oft denkt, was kann Presse eigentlich oder was kann so eine gemeinsame Aktion, aber die konnte damals sehr viel und hat tatsächlich dazu geführt, dass eine gesellschaftliche Debatte entstand und die Vorstellung, den Paragraph 218 aufzuheben, sich dann auch verstärkt haben. Und das politische Geschäft ist ja auch ein zähes Geschäft. Die Bretter, die man da bohrt, sind dick. Es hat noch ein bisschen länger gedauert, nämlich bis 1974, als mit knapper Mehrheit eine Fristenregelung verabschiedet wurde,
die aber eben nicht lange galt, sondern vor dem Bundesverfassungsgericht scheiterte. 1976 gab es dann die Indikationsregelung mit 4 Indikationen und die galt dann auch bis zur Wiedervereinigung. In der DDR und Ostdeutschland hingegen wurden, anders als im Westen, alle in der NS-Zeit eingeführten rechtlichen Regelungen 1946 abgeschafft. Es gab danach einzelne Länderregelungen, also damals gab es ja die Länder auch schon, und dort wurden sehr unterschiedliche Indikationen eingeführt, medizinische, ethische Indikationen, aber eben auch zum Teil eugenische Indikationen für den Schwangerschaftsabbruch. Und es gab oder blieb bei der Androhung von Strafe für Selbstabtreibung. Also der Staat wollte das Ganze schon nach wie vor unter Kontrolle haben. Und man kann sich natürlich fragen, dass ein Staat, der sich sozialistisch, kommunistisch einordnete, die Idee der Weimarer Republik, also den Paragraph 218 zu streichen und das den Entscheidungen der Frauen zu überlassen, nicht einführte. Sie taten das eben nicht, auch aus dem Grund, weil die marode Bevölkerung, viele waren damals in den Westen gegangen und die Bevölkerungssituation war dramatisch, also so scheinbar besser kontrolliert werden konnte. 1950 gab es das Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau. Und dieses Gesetz formulierte in der Präambel die Forderung nach Kinderreichtum, so sollte das sein. Also die Frauen sollten dazu gebracht werden, möglichst viele Kinder zu bekommen. Und damit war gleichzeitig auch die Regelung sehr rigide, was den Schwangerschaftsabbruch betraf. Also das vorher eher liberalere war dann wieder sehr streng gehandhabt, damit man das Ganze besser kontrollieren kann. Und erst allmählich in den 60ern, Ende der 60er vor allen Dingen, liberalisierte sich der Zugang, allerdings streng kontrolliert, mit entsprechenden Genehmigungsformen. Aber es wurde im Osten immer diskutiert, was im Westen passiert. Also nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in Skandinavien und in anderen Ländern, die in diesem Bereich schon fortschrittlich waren, weil es schon irgendwie nicht sein konnte, dass die DDR bei dem, was ja eigentlich also theoretisch tragend gewesen wäre, den Frauen die Selbstbestimmung zuzugestehen, dann nicht passiert. Und insofern kam dann relativ schnell nach den Engagements 1971 in der Bundesrepublik dieses Gesetz zur Unterbrechung der Schwangerschaft im Jahr 1972. Und dem ging keinerlei Diskussion im Kontext der Medizin oder sonst wo voraus, sondern das wurde so ganz schnell gemacht und der Liberalisierungsdiskurs, der Legitimisierungsdiskurs, der setzte eigentlich erst danach ein und wurde dann damit begründet, dass die Frauen endlich über ihre Fruchtbarkeit selbst bestimmen können und ihre Sexualität frei ausleben. Also das war dann damit verbunden, hörte sich auch gut an, aber wurde trotzdem als Gefahr gesehen, dass die Frauen dann anders umgehen, als das eigentlich so im staatlichen Interesse war. Also das war dann schon eine Geschichte, die erstmal nicht so einfach war zu legitimieren, gerade unter den Ärztinnen und Ärztinnen, die es alle machen mussten, anders als heute. So, und dann blieben diese Regelungen bestehen, also auch in der DDR, dass die Fristenlösung bis zur 12. Woche, die bis zur Wiedervereinigung also keine Änderungen mehr erfuhren und Ende 92 dann ausliefen. Und dann war ja die Frage, was passiert? Und in dieser Zeit insgesamt ist eigentlich nicht so viel an Aktivitäten passiert. Interessant ist dabei auch, gibt eine politikwissenschaftliche Analyse zu den Diskursen Anfang der 90er zum Schwangerschaftsabbruch, die sagt, es gibt kaum Äußerungen aus sozialen Bewegungen, sondern alle eher so politisch, die man sich dann auch vorstellen kann, weil die waren ja parteipolitisch geprägt, aber eine andere Kraft zu dieser Zeit, die hat keine substanzielle Rolle gespielt. Ne? So, und dann gab es das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 1993, die Rechtspflicht zum Austragen der Schwangerschaft für die Frauen formulierte und sagte, nur in Ausnahmefällen überwiegen die Grundrechte der Frau diese Rechtspflicht. Das war natürlich nochmal ein Novum, aber lange in der Diskussion vorbereitet und setzt auch die rechtlichen Regelungen, also langfristig auch fest, kann man sagen. Ja. Und
Das wiederum gliedert sich ein in Vorstellungen von Frauen, die unselbstständig sind, die nicht entscheiden können, auch nicht verantwortlich entscheiden können, die Hilfe brauchen, auch in den nachfolgenden gesetzlichen Regelungen wie das Schwangerschaftskonfliktgesetz, das verpflichtende Beratung fordert und das Ganze eben auch noch mal unterstreicht. Interessant ist dabei, jetzt komme ich noch mal zu den Frauen während der Wende, also zu den Ostfrauen, dass es offensichtlich zu dieser Zeit auch keine gemeinsame Aktivität gab. Also die konnte nicht zustande kommen, bedauerlicherweise, was damals auch daran lag, dass nicht nur generell, also die Differenz zwischen Ost und West eine eher abwertende war, von West zu Ost, sondern auch zwischen den Frauen, die als nicht nur als Verliererin der Wende bezeichnet wurden, weil sie ihre Jobs verloren und eben auch das vorher vorhandene Selbstbestimmungsrecht verloren, sondern ihnen wurde also gerade von den Westfrauen unterstellt, sie verzichten leicht auf ihre Fruchtbarkeit, haben kein richtiges Verständnis vom Frausein und von Mutterschaft. Und da verstärkte sich eigentlich nochmal ein wechselseitiger Widerwillen, der dazu beigetragen hat, dass die Schwestern hier von Ost und West sich nicht zusammentaten und sagen, wir wollen jetzt endlich, dass wir selbst über unseren Körper bestimmen und entscheiden, wann wir ein Kind bekommen und wann nicht. Ja, und dann, nachdem auch diese wechselseitige Bewertung so eine Rolle spielte und die Ostfrauen, würde ich aus heutiger Perspektive sagen, auch viel anderes zu tun hatten, sich um darum zu kümmern, ihre Arbeit neu zu organisieren oder Anträge zum Arbeitslosengeld oder zur Krankenkasse, was auch immer, irgendwie zu verstehen und zu realisieren. Die hatten wahrscheinlich auch begrenzte Ressourcen, sich da noch massiver einzusetzen und sagen, wir wollen das so nicht haben. So, das ist die Situation gewesen. Es ist ja schon relativ lange her und ein Blick zurück ist ja auch manchmal ganz interessant, also weil man vielleicht auch noch daraus lernen kann, was damals schiefgelaufen ist, was man heute anders machen kann. Aber die Situation ist ja nach wie vor prekär, also in Deutschland natürlich weniger als in anderen Ländern. Von den geschätzten 55 Millionen, also es gibt da unterschiedliche Schätzungen, ist auch schwierig zu schätzen, weil das nicht so richtig gemessen werden kann. Ich habe eine aktuelle gelesen, ging so um 56 Millionen, sind ungefähr 25 Millionen unsicher, das heißt unter ungünstigen medizinischen Bedingungen mit nicht geschultem Personal gemacht und unter ungünstigen räumlichen Bedingungen. Das haben wir im Moment noch nicht, wobei die Versorgungslage, das sagen viele Medizinerinnen und Mediziner, zunehmend schlechter wird, weil Ärzte auch, also auch über den Paragraphen 219a, den wir gerade so auf der Tagesordnung haben, extrem stigmatisiert werden, auch moralisch und kriminalisiert werden, wenn sie Frauen informieren und damit auch unterschiedlichste Rechte von Frauen missachtet werden. Also wir haben die Debatte über sexuelle und reproduktive Rechte nun schon seit vielen Jahren. Da geht es um den Zugang zu Informationen, da geht es um das Recht auf Selbstbestimmung, wann Kinder geboren werden und wie viele, und die werden nach wie vor missachtet. Und insofern bin ich froh, dass die Diskussion jetzt nochmal wieder auflebt und auch wenn sie sich jetzt am 219a entzündet hat, dass sie doch auch weitere Ärztinnen, die genauso mutig sind wie Christina Hähnel, die zwei Berlinerinnen und zwei Kasslerinnen, deren Verfahren jetzt gerade abgebrochen wurde, dass jetzt wieder was in Bewegung kommt, und ich hoffe, wir tragen heute Abend was zur Diskussion bei. Ja? Dankeschön. Ja, wir sind vollständig im Panel. Alles gut. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Hannes, für diese Kontextualisierung und auch nochmal auch Historisierung.
Da denke ich, haben wir sehr viele Ansätze, auch gleich in die Diskussion einzusteigen. Ich möchte aber vorab natürlich noch auch unser gesamtes Panel vorstellen. Zu meiner rechten Seite habe ich hier die Freude, Gesine Agina zu begrüßen. Gesina ist Politologin und auch seit 2013 Mitfrau des Bundesverbandes und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Sie gehört zum linken Flügel des Bündnisses, das muss man doch auch sagen dürfen, ne? Finde ich schon, so viel Zeit muss auch sein, und ist Mitfrau im Koordinierungsteam Grün-Links-Denken. 2014 hast du auch einen frauenpolitischen Blog gestartet, eine Plattform, um feministische Ideen darzustellen und die Reflexion von Frauen- und geschlechterpolitischen Positionen zu bekräftigen. Gesine ist auch Mitinitiatorin der Kampagne #ausnahmslos. Ich denke, das wird uns sicherlich auch noch heute Abend mit begleiten. Und in einem Taz-Interview im Juni diesen Jahres hast du auch, also unter dem Titel Abtreibungen sollen straffrei sein, hast du auch als gemeinsam mit der frauenpolitischen Sprecherin in der Linken, Cornelia Möhring, dich auch mit eingesetzt für eine ersatzlose Streichung der Paragraphen 218 und 219a. Aus dem Strafgesetzbuch und für ein Selbstbestimmungsrecht für Frauen. Du organisierst gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Ole Schaus, bist du auch Mitfrau des und Mitgliedern des Europäischen Parlaments, auch für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter FEMM. Ne? Da seid ihr sehr aktiv, gemeinsam mit Terry Reinke habt ihr eine Petition 2017 auch mit ins Leben gerufen, die Solidarität mit der Ärztin Christina Hähnel auch zu verstärken. Und das war natürlich dann auch noch ein wichtiger medialer Fokus. Diese Petition hat über 130.000 Unterschriften auch eingebracht. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, ich kann nicht gerade. Zu meiner Linken, neben Frau Hahn, habe ich die Ehre, Antje Schrupp zu begrüßen. Antje Schrupp ist Politologin, Journalistin und Bloggerin und auch Buchautorin. Sie ist Vertreterin des Differenzfeminismus und bezieht deutlich Haltung gegen fundamentalistische Gebote seitens der evangelischen und christlichen Kirche beim Thema Abtreibung. Und Antje arbeitet seit 2000 als Redakteurin für die Zeitung Evangelisches Frankfurt. Seit 2015 schreibst du für den Zeitblog 10 vor 8 und auch für den österreichischen Blog der Standard zu den Themenkomplexen Geschlechterverhältnisse und Differenzen. Abtreibungsverbot zu Paragraph 218 und 219a und für die feministische Bewegungen und Ströme. 2007 hast du gemeinsam mit anderen MitstreiterInnen das Internetforum für Philosophie und Politik gegründet, das sich titelt beziehungsweise Weiterdenken. Und gerade auch in diesem Jahr hast du unter anderem einen Blogbeitrag veröffentlicht beim Standard mit dem Titel Die Debatte über Paragraph 210 darf nicht verebben, in dem du deutlich für ein körperliches Selbstbestimmungsrecht von Frauen als Menschenrecht dich aussprichst und eine Trennung von christlichen Geboten und der staatlichen Exekution. Herzlich willkommen. Weiter zu meiner Linken begrüße ich ganz herzlich Adriana Lamankova. Sie ist Senior Legal Consultant for Europe im Center for Reproductive Rights mit dem Sitz in Genf. Das Headquarter ist in New York, aber Adriana arbeitet in Genf.
Und sie ist auch ehemalige Referentin bei der slowenischen NGO Pro-Choice. Adriana hat zuvor als Rechtsberaterin im Europäischen Zentrum für Roma-Rechte und als Rechtsberaterin im Büro der slowakischen Regierung gearbeitet. Ihre juristische Abschlussarbeit hat sich unter anderem auch mit, und jetzt zitiere ich auf Englisch, mit unserer Thematik sehr stark beschäftigt. The thesis explores the issue of consciousness objection invoked by pharmacists and its impacts on women's access to reproductive and sexual health care services. Adriana ist auch Mitfrau der Kommission FIGO, International Federation for Gynecologists and Obstetricians, für sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen. Und du arbeitest vor allem spezifisch zu Abtreibungsverboten in Mittel- und Osteuropa mit dem Schwerpunkt auf der Förderung von sexueller und reproduktiven Rechten. Dort warst aber auch an der Kampagne in Irland mit beteiligt. Und ich bin sehr froh, dass du auch heute kommen konntest. Herzlich willkommen. Ja, wie Sie ihr auch schon mitbekommen habt, wir haben eine Simultanübersetzungsmöglichkeit für die Veranstaltung heute. Adriana wird auf Englisch sprechen. Unser Panel wird weitestgehend aber sonst auf Deutsch sein. Ich hoffe, ich werde nicht allzu sehr in den Sprachen hin und her springen, denn das wird vor allem mein etwas müdes Gehirn dann irgendwann überfordern, sondern das der Übersetzung überlassen. Bitte fühlen Sie sich ganz frei und nehmen auch noch einen Übersetzungshörer, wenn Sie das brauchen. Und Sie können auch in jeder Sprache, na okay, also die wir anbieten heute, dann auch in die Diskussion einsteigen. Aber zuvor würde ich gern in unserem Panel mit einer Frage für dich, Gesine, beginnen. Ja, jetzt sind wir fast ein Jahr nach der Verurteilung von Christina Hähnel. Es ist eine Menge passiert. Medial ist viel passiert, politisch auch. Wir haben hohe Wellen, wir haben niedrige Wellen, wir waren euphorisch, wir waren enttäuscht. Wo denkst du, stehen wir jetzt? An welchem Punkt? Genau, also ich will erstmal noch mal ganz kurz eine Sache zur Einleitung sagen, weil du gerade gesagt hattest, dass in diesem Taz-Artikel gesagt wurde, dass ich sozusagen die ersatzlose Streichung fordere. Da wollte ich nur ganz kurz klarstellen, das ist nicht so, aber da kommen wir vielleicht später noch mal drauf, was das auch bedeuten würde. Jetzt so knapp ein Jahr nach der Verurteilung von Christina Hähnel habe ich das Gefühl, wie du schon sagst, auf der einen Seite ging es eine ganze Zeit lang in die richtige Richtung und man hatte das Gefühl, okay, offensichtlich können sich SPD, Linke, Grüne und auch die FDP auf irgendeine Art von Regelung einigen. Und dann hat ja die SPD irgendwann in den Koalitionsverhandlungen gesagt, okay, das können wir jetzt nicht durchsetzen und hat sich daraus zurückgezogen. Und dann haben wir im Bundestag, ich bin ja nicht im Bundestag selber, aber Ole Schauf ist ja unsere Abgeordnete, frauenpolitische Sprecherin im Bundestag und die Fraktion hat da erlebt, dass sich da nicht mehr viel bewegt hat. Ja, und jetzt gerade ist ja der Stand der Dinge so, dass unterschiedliche Ministerien und Ministerinnen und Minister darüber gemeinsam verhandeln, ob es doch noch eine Regelung geben soll. Ich bin da nicht besonders zuversichtlich, dass da irgendwas in unserem Sinne rauskommt. Und wir sehen eben jetzt, dass diese Verhandlungen einfach weitergehen. Und eigentlich, muss ich sagen, wäre natürlich die Politik gefragt, diesen Paragraphen 219a abzuschaffen, weil ja auch die Anhörung im Rechtsausschuss noch mal gezeigt hat, wie viel Rechtsunsicherheit dieser Paragraph bewirkt für Ärztinnen und Ärzte, aber dass er eben auch der Informationsfreiheit von Patientinnen entgegensteht. Und damit es eben nicht weiterhin diese vielen Klagen geben kann, deswegen müsste die Politik handlungsfähig sein sozusagen und den Paragraphen 219a abschaffen. Ich bin eher skeptisch, dass das passiert. Deswegen wird es ja vielleicht so weit kommen, dass das irgendwann vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Das ist ja auch das Ziel von Christina Hähnel. Und dann würde vielleicht das Bundesverfassungsgericht sagen, dass dieser Paragraph auch dem Paragraphen 218 entgegensteht. Das wäre ja zumindest die Hoffnung.
Und aber das ist, kann natürlich eigentlich nicht unser Wunsch sein, ja, dass immer das Verfassungsgericht kommt und Regelungen aus der Politik kassiert, sondern eigentlich müsste der Bundestag diesen Paragraphen reformieren oder eigentlich auch abschaffen. Ja, ja, dem kann ich mich nur sehr vehement anschließen. Wir sind ja auch heute hier, um zu schauen, woran liegt es, was sind die was sind sozusagen die Bremsmomente auch für die Politik? Und ein Teil, der auch immer wieder in den Debatten herangeführt wird, ist, dass wir keinen gesellschaftlichen Konsensus erreichen, wenn es da wir zu hohe moralische Hürden haben. Jetzt meine Frage natürlich an Antje ganz schnell hierzu. Erstmal, wie du das siehst, also ob diese, das ist ja, wird ja sehr mantramäßig auch immer wieder ins Feld gezogen, dass wir eigentlich keine Mehrheit hier hätten und wie da vor allem auch aus dem christlichen Spektrum heraus mit argumentiert wird und ja, wie wir vielleicht auch da mehr intervenieren könnten. Ja, also die Frage der gesetzlichen Regelung von Abtreibung hat zwei Aspekte und wir diskutieren die zusammen und man müsste sie eigentlich trennen, meiner Meinung nach. Der eine Aspekt ist die Frage der moralisch-ethischen Bewertung von Schwangerschaftsabbrüchen. Sind die erlaubt oder nicht? Sind die Sünde oder okay? Ist das ein kleiner, unwichtiger Eingriff oder ist das ein schwerer Eingriff? Und darüber ist sehr viel diskutiert worden und Die Fehlannahme dahinter ist, dass man denkt oder dass viele denken, und zwar sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Seite, ist, wenn man die Frage so oder so beantwortet, muss dann auch das Gesetz so oder so ausfallen. Also wenn wir sagen, Abtreibung ist eine ethisch fragwürdige Handlung, dann muss es verboten sein. Oder wenn wir sagen, es ist eine okaye oder unwichtige oder es sind nur ein paar Zellen, die da abgeschabt werden, dann muss es erlaubt sein. Und ich glaube, das ist eine schwierige Art zu diskutieren, denn es ist nämlich auch möglich und gerade vor einem christlichen Hintergrund eigentlich auch sinnvoll zu sagen, nicht alles, was wir moralisch irgendwie bewerten, muss auch für alle verbindlich gesetzlich geregelt werden. Denn gerade im Bereich der Ethik und der Moral befinden wir uns auch auf dem Gebiet der individuellen Einschätzung von Dingen. Und man muss nicht alles gesetzlich regeln. Manche Sachen sind eben nicht geeignet, gesetzlich geregelt zu werden. Und das wäre eben, das ist mein Argument, warum eigentlich diese Paragraphen 219a, aber auch der Paragraph 218 einer wirklich ethischen Behandlung dieser Frage entgegensteht, weil eine ethische Entscheidung ist immer eine individuelle, kontextbezogene, auf den Einzelfall ausgerichtete Entscheidung. Und die kann man prinzipiell nicht universell für alle regeln, sondern die können, also so eine ethische Entscheidung in einer bestimmten Situation, können nur diejenigen treffen, die betroffen sind, die diese Situation auch kennen. Und das ist im Fall von der ungewollten Schwangerschaft eben die schwangere Person und niemand sonst. Das heißt, es ist sozusagen, wenn man mit, man muss halt eben wissen, in der christlichen Tradition ist das Tötungsverbot ein ganz, ganz starkes Motiv. Das ist was, was die christliche Religion unterscheidet von anderen ethischen Weltanschauungen und auch anderen Religionen, dass da traditionell das Tötungsverbot eben sehr rigide, absolut ausgelegt wird. Das sieht man eben dran, dass christliche Positionen nicht nur gegen Abtreibung sind, sondern auch gegen Sterbehilfe oder gegen Euthanasie, also auch Töten sozusagen ist mit einem sehr, sehr großen Tabu belegt, das absolut gilt und eben nicht abgewogen werden kann, wann ist es erlaubt, wann ist es nicht. Das ist das Besondere. Aber genau diese Besonderheit des Christentums, würde ich sagen, spricht ja gegen eine gesetzliche Regelung, weil egal wie man irgendetwas gesetzlich regelt, muss man ja irgendwo eine Grenze ziehen. Da muss man sagen, 3 Monate vorher okay, danach nicht. Oder man muss im Fall von Tötungsdelikten sagen, irgendwie, oder bei Sterbehilfe muss man auch eine Grenze ziehen, ne? Also ab dann ist es okay, dann ist es nicht okay. Also sobald man das Tötungen legalisiert, also indem man sie gesetzlich regelt, muss man eine Entscheidung treffen und hat sich automatisch vom absoluten Verbot entfernt. Und das ist meiner Meinung nach das christliche Argument für eine Entlegalisierung des Themas Abtreibung, weil wenn wir das absolute moralische Prinzip sozusagen behalten wollen, dann kann es nur eine individuelle Entscheidung sein, dann kann das nicht der Staat machen. Dann muss das eine Sache sein, wo man sagen kann, okay,
Darüber richtet vielleicht der liebe Gott, aber bestimmt nicht irgendwie das Parlament oder der Richter oder irgend sowas. Das ist keine angemessene Instanz für so ein ethisches Urteil. Und das wäre sozusagen eine Argumentation, die ich mit christlichen Fundamentalisten führen würde, weil man braucht die nicht versuchen zu überzeugen, dass das Töten manchmal eben doch okay ist. Das ist sozusagen eine widersinnige Sache. Man kann aber mit einem höheren Rechtsgut argumentieren und sie zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass es ja Länder gibt, in denen das absolute Tötungsverbot auch in Bezug auf Abtreibungen gilt. Das sind alles christliche Länder, wie zum Beispiel El Salvador oder so, die das halt ernst nehmen und sagen, Abtreibung ist immer verboten. Und auch wenn die Frau dabei stirbt, ja, dann, wenn man das tatsächlich ernst nimmt, dann kommt man dahin. Dann kommt man dahin, dass man sagt, wir erlauben das in keinem Fall. Fast alle Christinnen und Christen hier würden das nicht sagen. Die sind immer dafür, das in bestimmten Fällen dann doch zu erlauben. Aber dann hat man sie sozusagen bei der Grenze, bei der Frage, wo zieht ihr denn dann die Grenze? Dann ist eure Position ja schon eben nicht mehr die. Ja, da bringst du jetzt, also gerade auch mit dem Letzten, was du sagst, bringst du ja eigentlich auch schon rein, wie die Mehrheitsmeinung unter der christlichen Klientel ist, ne? Also dass das ja dafür eigentlich auch keine Mehrheit wäre hier in Deutschland. Und zuvor deine Argumentation, die schließt eigentlich sehr stark an etwas an, was wir als Best Practice auch in internationalen Kampagnen jetzt anderswo ja auch sehen, wie es dazu gekommen ist, dass sich Gesetze verändert haben. Und dazu würde ich gern Adriana fragen. Wir haben ja auch darüber schon intensiver gesprochen, deine Arbeit auch in Irland und wie in Irland die auch gesellschaftliche Meinung sich verschoben hat. Und einen wesentlichen Punkt, den ich sehr beeindruckend fand, was du nochmal herausgearbeitet hattest, war, dass letztendlich diese Frage zu einer eben gerade nicht parteilichen Argumentation geworden ist. Dass es eben nicht mehr an der Partei und auch nicht mehr an dieser Moral hing. Wie ist das passiert und wie können wir das vielleicht auch für den deutschen Kontext nutzen? Can I just talk? Okay, thank you. Vielen Dank. Also ich möchte nur ganz kurz klarstellen, das Zentrum für reproduktive Rechte, das Center for Reproductive Rights, hat zwei Fälle vor das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen gebracht in Bezug auf Irland, in Bezug auf zwei Frauen, denen die Abtreibung verboten wurde, obwohl sie eine Totgeburt gehabt hätten. Das wurde festgestellt. Und sie konnten in Irland keine Abtreibung bekommen. Das heißt, sie wurden dann gezwungen, nach England zu reisen, um dort eine Abtreibung machen zu lassen. Also diese zwei Fälle waren dann Teil der Begründung, warum die Regierung das Referendum abgehalten hat in Irland. Und um auf die Frage zurückzukommen von Ihnen, also ich denke, dass es wichtig war zu sehen, dass es hier eine Dekriminalisierung der Abtreibungsgesetzgebung in Irland gab. Also es war jetzt kein Thema, das von einer politischen Partei aufgebracht wurde. Das war wirklich ein Vorschlag, der über die Parteigrenzen hinweg von einer Gruppe vorgebracht wurde. Und viele politische Parteien haben diesen Vorschlag unterstützt. Und auch der Premierminister und der Gesundheitsminister, Vertreter der Regierung, haben dieses Referendum unterstützt und auch die Liberalisierung der Abtreibungsgesetzgebung. Ich denke, was hier wichtig ist, was man hier sagen muss, ist, dass also das gilt nicht nur für Irland, sondern auch für andere Länder, wo wir kürzlich fortschrittliche Reformen gesehen haben, dass man hier auf Evidenz und Fakten sich bezieht, wenn es um die Abtreibung geht. Und was meine ich damit? Also es geht
um die öffentliche Gesundheit, wo die Richtlinien zur Abtreibung eingeführt werden. Also die Weltgesundheitsorganisation hat Richtlinien zur Abtreibung im Jahre 2012 vorgebracht, die detailliert klar machen, was die Staaten tun sollten, um sichere Abtreibungen zu ermöglichen. Und dort wird auch ganz klar gesagt, dass die Abtreibungen, wenn sie von gut ausgebildeten Fachpersonal in einer guten Umgebung und entsprechend guter Ausrüstung durchgeführt wird, dass ein sehr sicherer Eingriff ist und dass es sogar sicherer ist und gefahrloser als die Geburt eines Kindes. Und die Evidenz zeigt, dass die Kriminalisierung der Abtreibung nicht die Zahl der Abtreibungen senkt, das ist ja ein häufiges Argument, das von den Gegnern vorgebracht wird, die also für eine strikte Regelung der Abtreibung sind, und auch die Entkriminalisierung der Abtreibung führt auch nicht zu mehr Abtreibungen. Also das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, wenn wir darüber sprechen, warum wir sichere Abtreibungen zur Verfügung stellen müssen, warum der Zugang gewährleistet werden muss zu Abtreibungen. Also Länder mit sehr restriktiven Abtreibungsgesetzen führen zu sehr negativen Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen. Auch in Irland, da gab es sehr tragische Fälle von Frauen, als Ergebnis der sehr strikten Abtreibungsgesetzgebung. Vielen Dank. Wenn wir versuchen, das jetzt zusammenzubringen, Ihre Position, die wir hier bis jetzt gehört haben, dann ist ja auch, was Sie eingangs in Ihrem Input uns dargestellt haben, Frau Hahn, die Frage, dass wir in Deutschland ja vor allem auch, dass es darum geht, konservative Lebensmodelle wieder eine Hoheit darüber zu gelangen. Also dass im Prinzip über diese Frage von Schwangerschaftsabbrüchen, das, was Adriana gerade auch nochmal gesagt hat, dass es dafür ja eigentlich gar keine, also in Irland, aber im Prinzip ist es in Deutschland ähnlich, gar keine Beweise dafür gibt, dass die Zahlen gar nicht dafür sprechen, dass damit das alles aus dem Ruder laufen würde und wir viel höhere Abbruchsraten hätten. Wir haben das ja, sehen das ja eigentlich auch, wenn wir die DDR dazu vergleichen. Wenn es um diese konservativen Lebensmodelle geht in der Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche, wie müssten wir eigentlich die Diskussion dann nochmal anders vielleicht auch verworten? Wohin müssten wir nochmal gezielter schauen, um auch noch die Stimmen oder auch Positionen mitzubekommen, die sich gegebenenfalls eigentlich davon dann auch distanzieren wollten, dass es eben nicht darum geht, ein konservatives Frauen- und Familienmodell wieder zu rezentrieren. Ist es an? Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die also ich gern locker beantworten können wollte, aber das ist nicht so einfach, weil die unterschiedlichen Positionen ja doch schon seit langer Zeit recht zugespitzt sind und doch eher konfrontativ. Und man beobachtet, wir beobachten ja schon seit mehreren Jahren europaweit eine starke Tendenz zu eher konservativeren Positionen, die mit einem extrem starken politischen Engagement verbunden sind und beispielsweise dazu beitragen sollen, auf der Ebene der Europäischen Union auch zu rechtlichen Veränderungen beizutragen. Das sind alles Dinge, die sehe ich als extreme Schwierigkeit an und finde, dass ich dagegen etwas Neues, angelehnt an eine soziale Bewegung, formieren muss. Und ich glaube, deshalb habe ich das vorhin auch so betont mit 1971, dass eine neue soziale Bewegung, wie auch immer die sich entwickelt, die wird sich nicht nur aus dem Thema Schwangerschaftsabbruch entwickeln, sondern die wird sich meines Erachtens sehr daran orientieren, also dass Demokratie gepflegt werden muss. Also das, was wir gerade auf ganz anderer Ebene auch erleben, das hängt eng miteinander zusammen, weil immer die Frage ist, wie gehe ich mit den anderen um, wie akzeptiere ich, wie die anderen sind, egal was deren Sexualität betrifft, deren Hautfarbe oder sexuelle Orientierung, ist ganz egal. Und
das, finde ich, muss man viel stärker auch ganz früh schon lernen, also Demokratie lernen. Frau Giffey hat es auch gerade gesagt, ich fand das gar nicht so abwegig, sondern dachte, das ist interessant. Und wenn ich mir zum Beispiel vor Augen halte, was ich schon immer wieder gern mal lese, so Ergebnisse zum Thema, was macht Sexualpädagogik, es schweift jetzt ein bisschen ab, aber es ist trotzdem wichtig, weil die ja auch immer zur Disposition steht von den sogenannten besorgten Eltern, die von Frühsexualisierung sprechen. Aber nein, also gute Sexualpädagogik macht genau was anderes. Sie macht fähig zur Kommunikation. Also in erster Linie gibt es ja diese harten Fakten, also führt dazu, dass Menschen dann sexuellen Verkehr mit Kondomen haben. Aber nebenbei trägt sie auch zur Kommunikation bei und zum wechselseitigen Verständnis. Das heißt, ganz, ganz viele Nebeneffekte. Und meines Erachtens müsste man eher in diesem Bereich auch viel mehr machen. Wir haben da schon etliche Ansätze, aber da ist meines Erachtens noch sehr, sehr großer Bedarf. Und also Erzkonservative zu überzeugen, ich glaube, das würde nur sehr schwer gelingen. Ich finde eher diese Ebene wichtig, weil die in die Gesellschaft hineinreicht und ganz grundsätzliche Ideen auch verfolgen würde. Ja, gerade was Sie sagen zum sexualpädagogischen Bereich haben wir ja auch immer wieder, sehen wir das ja gerade, die Arbeiten in den Beratungsstellen, dass die Auswirkung, dass Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch geregelt wird, hat da auch bereits schon einen Einfluss, einen ganz starken Einfluss, dass wir im Prinzip schon als allererstes das Signal auch an Kinder geben, dass hier weibliche Körper tendenziell auch schon zu kriminalisieren sind. Und wir im Prinzip das Gegenteil damit eröffnen, nämlich eine Tabuisierung, ne? Also eine gute Sexualpädagogik befähigt zur Kommunikation, aber eigentlich, was wir, solange wir das in diesem Strafgesetzbuch halten, eigentlich, was wir damit machen, ist eine Tabuisierung. Ne? Darf ich noch was ergänzen? Natürlich, gern. Was ja auch wichtig ist, wenn man Schwangerschaftsabbruch diskutiert, also ist ja noch die Reihe von Einflussfaktoren, die darüber entscheiden, ob jemand eine Schwangerschaft abbrechen muss. Also wenn wir uns Europa angucken, dann können wir für bestimmte Länder sagen, also zum Beispiel Deutschland, wo der Zugang relativ gut ist zu Verhütungsmethoden, ich sage relativ, weil es viele Menschen gibt, die wenig Geld haben, die weitestgehend von sicheren Verhütungsmitteln ausgeschlossen sind. Also das sind Dinge, da ist dringend was zu tun. Aber solche Aspekte wie Sexualpädagogik, also die nicht nur wissen, wie muss ich verhüten, sondern auch wie kommuniziere ich das, das ist ja das wesentliche Thema auch dabei. Also wie spricht man darüber? Und das sind alles Einflussfaktoren, also Geld zum Beispiel für Verhütung und wie wende ich sie an, die eine Wirkung darauf haben, wie viele Schwangerschaftsabbrüche es gibt und natürlich auch das Leben mit Kindern. Also auch das spielt eine große Rolle, ja, ob man sich für ein Kind entscheiden mag oder nicht oder ob die Situation eben gerade ist, und das kann die gesellschaftliche sein, das kann die private sein, dass man sich dagegen entscheidet, ein Kind auszutragen. Ja, genau. Jetzt hattest du ja schon gesagt, Gesine, also so die die Forderung nach der ersatzlosen Streichung oder überhaupt Streichung des Paragraph 218 auch, ne, ist nicht so einfach. Ne? Ich bin ja, freue mich immer noch sehr, in meiner eigenen Sozialisation einmal eine Revolution mitgemacht zu haben, nach 1989, und wenn es auch nur kurz war, und habe auch immer noch diesen revolutionären Drive in mir. Ich denke, was wir schon etabliert haben hier auf diesem Panel ist, okay, es geht uns nicht in erster Linie dazu darum, wie Sie das jetzt auch gerade gesagt haben, mit Erzkonservativen müssen wir nicht diskutieren, die zu überzeugen, wird wahrscheinlich nicht gelingen, sondern uns das Spektrum anzuschauen von unseren MitkämpferInnen, die nicht die radikale oder auch revolutionäre Positionierung bereits innehaben. Da frage ich mich schon seit einiger Zeit, gerade mit dem Rückblick seit der Verurteilung von Christina Hähnel im letzten Jahr, dass die Strategien, die wir bis jetzt eingenommen haben, der Fokus auf 219a, aber auch gerade das nicht doch das Revolutionäre zu fordern, uns vielleicht nicht weit genug gebracht haben. Also ich finde, es hat uns nicht weit genug gebracht. Und ob es dann nicht gerade auch mit Blick auf, was wir gerade jetzt gesagt haben, wichtiger wäre, nochmal
ganz deutlich einen radikaleren Schritt vorwärts zu gehen und zu sagen, wir fordern jetzt wirklich klar die Abschaffung für 218, um dann vielleicht auch genau diese Diskussion viel deutlicher zu haben, als immer in diesem Spektrum diese Diskussionen zu haben, wie weit ist der Beratungszwang, was kommt dann danach, dass wir eigentlich, okay, 219, ein Jahr später und vielleicht machen wir noch 2 Jahre da dran. Was würdest du sagen, Gesine, wenn ich sage, okay, lass es uns einfach radikaler machen? Da sagt man natürlich immer am liebsten ja, gerne, ne? Aber also ich glaube halt, dass letztes Jahr die Fokussierung auf den 219a richtig war. Ja, weil gerade sozusagen aus Sicht einer Politikerin, die in einer Partei ist, die im Bundestag sitzt, war das, glaube ich, richtig. Weil es gab das Momentum mit der Verurteilung von Christina Hähne. Und ich glaube, wenn wir in dem Moment losgegangen wären und gesagt hätten, so und jetzt die Abschaffung des Paragraphen 218, ich weiß nicht, ob das bei uns in der Fraktion eine Mehrheit bekommen hätte. Ich weiß nicht, wie das in der Linkspartei ist, aber ob das bei der SPD und bei der FDP, und dann müssen wir über die CDU, CSU und AfD ja gar nicht mehr reden, klar, zu irgendwas geführt hätte, das glaube ich halt nicht. So, und deswegen glaube ich schon, dass im letzten Jahr diese Fokussierung auf den 219a richtig war, weil sich dadurch eben auch zwischen den Fraktionen relativ schnell, wie gesagt, Ole Schaufs hat da wahnsinnig viel Arbeit auch reingesteckt, ein Bündnis geschmiedet hat aus den unterschiedlichen Fraktionen, die gesagt haben, gut, wir trauen uns zwar nicht jetzt an den 218 direkt dran, aber dieser 219a, der ist wirklich unsinnig und der verhindert in der Realität ganz viele sinnvolle Dinge und führt sozusagen zu richtig negativen Dingen, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Und deswegen glaube ich, dass das richtig war. So, jetzt kann man natürlich ein Jahr später sagen, wie machen wir jetzt weiter? Und ich meine, wir müssen ja nicht alles sofort in den Bundestag einbringen, das geht ja auch nicht. Dazu bräuchten wir erstmal einen Gesetzentwurf oder eine Vorstellung darüber, wie Schwangerschaftsabbrüche anders geregelt werden könnten. Den haben wir zumindest noch nicht und ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel der Deutsche Juristinnenbund oder der Deutsche Frauenrat oder die Böll-Stiftung den hat. Das heißt, das können wir jetzt nicht in den Bundestag einbringen, aber natürlich diskutieren wir beispielsweise innerhalb der Grünen Partei, unabhängig vom 219a, auch die Frage, wie können wir den 218 abschaffen. Ja, weil klar, aus feministischer Sicht ist es absolut nicht zufriedenstellend, dass Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch geregelt sind. Wir haben schon immer auch die Position, dass das nicht sein kann, ja, und dass der 218 eben raus muss aus dem Strafgesetzbuch, weil das Selbstbestimmungsrecht der Frau für uns das eben aussagt. Aber wir haben da jetzt eben noch nicht den richtigen Gesetzentwurf. Und wenn ich mir die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag angucke, dann weiß ich auch nicht, wie weit wir damit jetzt gerade kommen würden. Oder ich bin sehr sicher, dass wir nicht besonders weit kommen würden. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was tut dann die andere Seite? Also wenn wir diesen Kompromiss von damals wieder aufmachen, was macht dann die AfD? So, diese Frage muss man sich ja einfach stellen, wenn man daran geht. Gerade bei der Frage eine neue soziale Bewegung, ne? Also wenn man, um direkt Mehrheiten, klar, das ist uns, denke ich, allen hier im Raum klar, dass wir die im Moment gerade nicht haben, also die parlamentarischen Mehrheiten. Aber eine Frage, die uns immer wieder umtreibt, ist, ob wir nicht doch irgendwo auch die gesellschaftliche Mehrheit haben, wenn es eben darum geht, wie wir, es kommt drauf an, was wir eigentlich zum Fokus legen. Wir haben gerade nochmal gesagt, die Betonung darauf, dass es hier um eine konservative Wende geht, eine ganz starke konservative Wende, die buchstäblich auf den Körpern von Frauen aufgebaut werden, dass es deutlich darum geht, wieder ein altes Familienmodell zu reinszenieren. Dass wir diesen Aspekt von Menschenrecht auch immer stärker machen, hier mit hineinbringen. Wenn wir da versuchen würden, die Bewegung etwas deutlicher zu greifen. Antje, was meinst du, wie müsste das aussehen? Dass wir nicht nur von den Rändern her denken, von den Extremen, die wir eben nicht bespielen können, sondern wie wir im Prinzip unser Spektrum mehr einbringen können, zusammenbringen können. Also ich denke mir ganz wichtig, gerade wenn es darum geht, die Mitte irgendwie zu anzusprechen, ist, dass wir klar machen müssen, die strategische Absicht, die hinter diesen vielen Anzeigen nach § 219a
stecken. Also bisher, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es diesen Paragraph gibt, bis zu dem Fall von Christina Hegel, weil der stand zwar irgendwo, war aber völlig egal, weil ja nichts großartig passiert ist. Also wir hatten uns ja alle in diesem Nachwende-Kompromiss irgendwie eingerichtet und dachten, na, ist jetzt nicht so Knorke, aber irgendwie geht's ja, wenn man jetzt abtreiben muss, kann man ja. Aber dann hat ja die ganz rechte Seite, also die von der AfD, diese fundamentalistischen Lebensschützer, die haben ja gezielt angefangen, sozusagen strategisch mit diesem Paragraphen in der Munition diesen Kompromiss, vielleicht, der auch vielleicht ein fauler Kompromiss war, aufzukündigen von rechts. Und das ist ja sozusagen jetzt die Reaktion. Und das muss man erst mal klar machen. Ich habe sozusagen mit Leuten geredet, die sagten dann immer, ja, aber dieser Paragraph, so schlimm ist es doch nicht. Und wenn man doch es rausfinden will, kriegt man es doch raus. Und die haben sozusagen gedacht, es ginge nur um den Paragraphen. Es geht aber um einen strategischen Angriff von rechts mit Stimmungsmache. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass mit dem Thema Abtreibung sozusagen ein Kernthema der Frauenbewegung dabei rausgepickt worden ist, weil ich glaube, dass ja das Ganze einen größeren Kontext hat. Wir haben diese rechtspopulistischen Bewegungen, die eigentlich ja schon faschistoide Bewegungen sind, in vielen Ländern. Und in allen Ländern ist die Frauenbewegung die stärkste soziale Bewegung dagegen. Also ob man jetzt in Deutschland ja gar nicht so unbedingt, aber in den USA mit den Women's Marches, in Polen mit den großen Protesten gegen die Verschärfung der Abtreibung, in der Türkei, wo Millionen Frauen protestieren gegen Erdogan, in Russland, im Iran. Also wir haben eine globale Frauenbewegung, die Trägerin ist von antidiktatorischen Gesellschaftsutopien, sage ich mal. Ich sage dann immer mal, früher war die Frauenbewegung Teil der Linken, heute ist die Linke ein Teil der Frauenbewegung. Und diese sozusagen, dass die Frauenbewegung aber die einzige soziale Bewegung ist, die es schafft, wirklich Millionen auf die Straße zu bringen gegen die Trumps, die Putins, die Erdogans und so weiter, haben diese Rechten natürlich mitbekommen. Und was machen sie? Sie nageln uns fest auf dieses alte Thema Abtreibung, in der Hoffnung, dass wir dann so beschäftigt sind mit den ollen Kamellen von 1970 nochmal, dass wir ganz vergessen, dass es ja eigentlich um die Weltrevolution geht. So, deswegen wäre es wichtig, sozusagen einmal erstens bei der Weltrevolution zu bleiben, also zu sagen, Frauenbewegung beschäftigt sich nicht mit der Hilfe für die armen Frauen, die schwanger werden und nicht wissen, was sie tun sollen. Nein, das ist ja ein politisches Projekt, was wir haben. Und deswegen ist dieses Argument, was dann von der Mitte vorgebracht wird, ja, aber wenn eine Frau abtreiben muss, kann sie doch irgendwie, ist kein Argument, weil das ein strategisch dummes Argument ist, weil es nicht den eigentlichen Kern des Konflikts sieht. Und ich glaube, damit kann man durchaus auch Leute aus der Mitte, die zwar nicht wissen, warum wir dieses komische Thema Abtreibung irgendwie so wichtig finden, aber die schon sehen, dass dieser Angriff von rechts eine Gefahr ist, die kann man da vielleicht gewinnen. Also Forderungen nach Abstraffung des 219a ist nicht, damit die armen Frauen doch zu ihrer Abtreibung kommen, sondern es ist, dass wir sozusagen eine Wir-sind-mehr zeigen gegen diesen Angriff von rechts, der sich nur das Thema Abtreibung rauspickt, weil man da eben die Frauenbewegung treffen kann. Ja. Also das wäre... Ja, und zwar 219 ist ja gerade eben mit Christina Hähnel, aber eben auch dann mit anderen Ärztinnen nicht nur mal wieder in die Öffentlichkeit gekommen, sondern genau wie du sagst, ich denke, dass es auch vielen anderen so ging, dass wir gar nicht das so bewusst hatten, dass es diesen Paragraphen überhaupt gibt, während er aber sehr erfolgreich war. Gerade die Unterhöhlung der Zugangsmöglichkeiten für reproduktive Gesundheit, nicht nur im ländlichen Raum, wir sagen immer ganz schnell im ländlichen Raum oder auch flächendeckend in Ostdeutschland, aber wir wissen das auch, dass zum Beispiel im Paderborner Raum kaum noch eine Möglichkeit besteht, eine Abtreibung vorzunehmen. Das ist passiert über Jahre, in der wir von 219 überhaupt nichts wussten, aber eben natürlich genau die Rechte das bereits genutzt hat. Denn diese Verfahren, diese Drohungen, diese Angriffe, die jetzt durch Christina Hähnel medial auch in die Öffentlichkeit gerückt wurden, die gibt es ja schon seit vielen Jahren. Das würde ja genau dafür sprechen, was du jetzt gerade auch so forderst, Antje, dass wir, wenn wir ähnlich 218 in den Fokus rücken würden,
könnte da auch gegebenenfalls eine Menge an Aha-Effekte kommen mit dem, hä? Ich dachte, es war doch eigentlich geregelt. Es ist doch eigentlich alles ganz okay. Ne? Dass es das eben nicht ist. Ne? Und diesen Teil ist in eine größere soziale Bewegung zu rücken. Du sprichst gerade von der globalen Frauenbewegung, ne? Sehr powerful, würde ja auch dafür sprechen, unseren Fokus nicht in erster Linie an parlamentarischen Mehrheiten festzumachen. Adriana, kannst du uns da noch ein bisschen aushelfen und uns noch ein bisschen Hintergrundinformation geben, wie das in dem Prozess auch in Irland war? Das hat doch sicherlich nicht erst mit der, mit der parlamentarischen Mehrheitsfähigkeit angefangen. Inwieweit haben da auch Politik, auch progressive Politik mit einer Bewegung zusammengearbeitet oder waren Teil von einer Bewegung? Also, wie sich das in Irland entwickelt hat, da denke ich, sollte ich unbedingt sagen, dass die Abtreibung in den vergangenen 30 Jahren öffentlich diskutiert wurde. Und zwar praktisch aus jedem Blickwinkel diskutiert wurde. Und in dieser Zeitspanne natürlich, aber noch einmal, es gab eben Anzeichen und Hinweise, dass diese restriktiven Abtreibungsgesetze negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Frauen haben. Und wenn man jetzt über die Erfahrungen der Frauen spricht, in der Öffentlichkeit, diese Erfahrungen öffentlich mitteilt, austauscht und auch Fakten nutzt, um das zu untermauern, auch zeigt, was es bedeutet, wenn es keine gute Abtreibungsversorgung gibt, also wir waren dann auch ganz gut in der Lage, hier die Mitte zu erreichen und vielleicht können wir hier auch die Erfahrung aus anderen Ländern hören. Also wie ist das in Deutschland? Also diejenigen, die die Abtreibung entkriminalisieren wollen oder dass die Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen wird, also wissen Sie, wie die Auswirkungen der gegenwärtigen Gesetzgebung auf die Frauen sind. Wie sind die Erfahrungen von Frauen mit der gegenwärtigen Gesetzgebung? Sei es die Wartezeiten oder die Beratungszentren zum Beispiel. Wie sind da die Erfahrungen der Frauen? Oder dass man beispielsweise nicht für die Abtreibung bezahlen muss. Das war wirklich ein wichtiger Aspekt in jedem Land, in dem progressive Abtreibungsgesetze erörtert wurden. Und die Befürworter, also wenn sie wirklich auch die Mitte der Gesellschaft erreichen wollten und auch die Politiker, dann war es wichtig zu zeigen, wie das in der Praxis funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Mazedonien ist ein sehr gutes Beispiel. 2013, und das ist auch ein Teil des Rückschrittes, den wir in Europa gesehen haben, insbesondere in Mittel- und Osteuropa in den vergangenen 10 Jahren, da gab es Versuche, relativ liberale Abtreibungsgesetze zu beschränken. Und das war das Erste quasi, was die Abtreibung im 20. Jahrhundert ermöglicht hat. Aber in den vergangenen 20 Jahren gab es kontinuierliche Versuche in einer Reihe von Ländern, Polen, Slowakei, Russland, Kroatien und anderen Ländern, die Abtreibungsgesetze zu beschränken und strikter zu gestalten. Also es gab keine Gesetzesvorlage für die Abtreibung auf Anfrage. Es gab natürlich auch prozedurale Hindernisse wie die Wartezeit und auch die Beratung. 2013 hat Mazedonien das gemacht. Sie haben eine 3-Tages-Wartezeit eingeführt und auch die zwangsweise Beratung.
Es gab auch Stimmen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Der Vorschlag wurde vom Parlament allerdings angenommen. Und hier versucht man jetzt auch, sich an die Frauen zu wenden, an die Ärztinnen und Ärzte, die Sozialarbeiter, die Beratung bereitstellen, um zu sehen, wie ihre Ansicht dazu ist, wie ihre Erfahrungen mit diesen strikteren Gesetzen sind. Und das Ganze wurde dokumentiert, die Geschichten wurden aufgezeichnet, zusammen mit anderen progressiven Strategien. Das ist also eine kontinuierliche Arbeit, wo man versucht, wieder liberalere Gesetze zu haben. Also ist es so, dass die Regierung wirklich diese Einschränkungen aus der Gesetzgebung herausgenommen hat. Also so sieht man wirklich, wie das dann funktioniert. Also wenn das so ist, dann ist natürlich auch die Stimme der Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, natürlich sehr wichtig. Das hat wirklich eine Wirkung. Die Debatten, du beschreibst ja gerade auch die Debatten, wie sie in Ost- und Mitteleuropa, aber eben auch in Irland ja sehr lange und sehr intensiv geführt werden. Wir hatten auch schon in anderen Zusammenhängen ja auch schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel von der Slowakei aus die Betrachtung von der deutschen Regelung als sehr restriktiv und konservativ gesehen wird. Ne? Etwas, also wozu wir gar kein, also innerhalb von Deutschland nicht das gleiche Verständnis haben. Ja. Also insofern, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir auch diese Außenspiegelung nochmal sehen. Und gerade in diesen Gesprächen hatte ich ja nochmal darauf hingewiesen, ja okay, das heißt dann also Westdeutschland, ne? Gerade wenn es von der slowakischen, früheren sozialistischen Seite die Betrachtung, was wird da als restriktiv gesehen? Und mit dem Kompromiss von 93, 95 natürlich dann das auch. Das heißt also, Deutschland selber ist innerhalb von Bewegungen, auch konservativen Bewegungen, aber in denen eigentlich in anderen Ländern Debatten auch geführt haben, entweder zu der Situation in Irland oder aber auch zumindest zu Bewegungen in Osteuropa, mutet das ja fast so an, als wenn wir ein bisschen mehr in einer Stagnation sind. Wie siehst du das? Mhm. Jetzt. Ja, also bevor ich für das Zentrum für reproduktive Rechte gearbeitet habe, habe ich für eine Organisation gearbeitet für Reproduktivrechte in der Slowakei. Und im Jahre 2000 war es so, dass die christlich-demokratische Bewegung für striktere Gesetze war. Und sie haben auch teilweise die Argumente der Politiker übernommen, die also sie haben auch festgestellt, dass es keinen politischen Willen gab, die Abtreibung auf Anfrage einzuführen. Also sie wollten die Frauen schützen, weil sie müssen natürlich qualifizierte Entscheidungen treffen. Sie waren nicht in der Lage, sie müssen also warten, dann die zwangsweise Reflexionsphase durchlaufen. Und die Beratung in Deutschland wurde dann wirklich als Beispiel auch genutzt und auch diese Wartezeit. Und dort gab es sogar ein staatlich finanziertes Beratungszentrum oder Zentren, die dann Informationen an die Gesundheitsdienstleister gegeben haben. Das wurde also auch von den Abtreibungsgegnern genutzt als Teil ihrer Strategie, um die Gesetze strikter zu gestalten. Und 2009 hat die Slowakei diese zwangsweise Wartezeit eingeführt, auch die Beratung bzw. die Informationen. Es gibt also keine separaten staatlich finanzierten Zentren und die Gesundheitsfürsorger, die auch die Frauen informieren sollen darüber, was es für Gesundheitsrisiken gibt und so weiter. Da gab es sozusagen ein negatives Abkippen mit Blick auf die Abtreibung. Also das ist sogar Teil, quasi, das entspricht nicht der
den Richtlinien der WTO in Bezug auf die Beratung. Also die Beratung sollte nicht zwangsweise sagen, sagt die WTO, sie sollte auch nicht gerichtet sein. Und die Dienstleister im Gesundheitssektor sollten Informationen zur Abtreibung bereitstellen, die medizinisch akkurat und genau sind und vollständig sind und auch auf eine Art und Weise, sodass die Frauen dann wirklich in der Lage sind, basierend auf den Informationen eine gute Entscheidung zu treffen. Und es sollten auch verschiedene Perspektiven einbezogen werden. Das wird auch wiedergespiegelt von den Menschenrechtsgremien. Also ich komme jetzt zurück zum Argument öffentliche Gesundheit und Menschenrechte, weil das wirklich sehr wichtig ist. Es sollte Teil der Debatte über die Abtreibung sein, wenn wir über die Abtreibung sprechen. Und natürlich auch ganz besonders hier in Deutschland. Es ist so, dass das UN, der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen 2017 Deutschland dazu aufgefordert hat, den Zugang zu Abtreibung möglich zu machen, ohne dass die Frauen diese zwangsweise Wartezeit und auch diese Beratung durchlaufen müssen. Das heißt, es gibt hier bereits Forderungen an die Regierung, hier eine Verbesserung herbeizuführen. Aber es ist natürlich auch sehr wichtig zu sehen, wie das dann in der Praxis funktioniert. Also man muss einfach auch das Bewusstsein schärfen in der Öffentlichkeit und wie sich die Gesetzgebung auf die Bevölkerung auswirkt. Unter dem Aspekt von Menschenrecht erinnert mich doch sehr stark an die Fristenregelung der DDR. Ne? Also gerade in dem Vereinigten Deutschland haben wir einige Dinge, die wir nach 1989, nach der Vereinigung, relativ schnell abgeschafft haben aus der DDR und wozu wir dann vielleicht ein bisschen später auch wieder zurückgekommen sind, außer dem Grünpfeil und der Bockwurst, die ja die einzigen relativ schnell übernommenen Sachen in der DDR waren. Also ich frage mich, ob wir nicht gerade bei der Frage, nämlich was immer im Parlament kommt, was wäre es denn dann, doch nicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen sollten, ob da nicht etwas aus der Fristenregelung der DDR mit zu übernehmen wäre. Aber wir sind schon etwas weiter fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte ganz gern auch natürlich unserem Publikum die Möglichkeit geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie Fragen haben, Kommentare, dann lade ich Sie herzlich ein, das jetzt mit uns zu tun. Hallo, mein Name ist Stefanie Schlitt. Ich arbeite momentan für die Weltgesundheitsorganisation zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Wenn wir jetzt so hin und her überlegen, 219a, auch 218, wenn dann ja, wenn ja, dann wie, dann denke ich manchmal, man könnte da auch einfach mal ganz am anderen Ende anfangen. Also wenn wir heute eine neue rechtliche Regelung zum Thema Schwangerschaftsabbruch uns überlegen würden, die Leute, die hier im Raum sitzen jetzt, womit würden wir dann am Ende dabei rauskommen? Also jetzt mal ganz vergessen, was wir auf dem Papier haben, vergessen, was das Verfassungsgericht gesagt hat. Wenn wir einfach von vorn anfangen würden, mit den Realitäten, denen sich die Frauen stellen, wenn sie sich in diesen Situationen befinden und dem, was wir an Prinzipien da in den Raum stellen würden. Und ich habe das Gefühl, dass wir manchmal in dieser Diskussion sehr befangen sind, verständlicherweise davon, wie es geschichtlich gelaufen ist und was wir jetzt da haben. Gerade die Verfassungsgerichtsurteile haben eine unglaubliche Schwere im deutschen Diskurs. Und vielleicht sollte man bei den Prinzipien nochmal anfangen und auch bei den Realitäten, die Adriana hinwies. Und dann kann man nämlich halt auch über so Themen wie Entkriminalisierung nochmal ganz anders nachdenken, beziehungsweise die Argumente nochmal anders aufziehen. Man könnte einfach sagen, wofür brauchen wir das Strafrecht eigentlich? Okay, wenn wir uns einig wären, dass der Schutz des ungeborenen Lebens auch wirklich wichtig ist, wie kann man das dann machen, ohne dass dabei die Frauen in ihre Rechten beeinträchtigt werden? Und da gibt es ja, also es gibt vielleicht kein Land, das ein Modell hat, wo man das alles realisiert sieht, aber da gibt es ja auch gute Ansätze und gute Ideen. Vielleicht, wenn wir, das ist so ein bisschen Naomi Klein, so no is not enough, ne? Was wollen wir eigentlich? Und dann können wir ja mal versuchen, dafür positive Argumente in den Raum zu stellen. Vielleicht ist das für uns einfach nur mal eine Hilfe, das aufzubrechen, das Spektrum aufzubrechen, aber vielleicht kommen dabei Dinge raus, die nur in der Reaktion auf die Realitäten gar nicht irgendwie zum Vorschein kämen. Ja, ich finde das ausgesprochen richtig. Das Problem ist halt, dass wenn man immer nur von der juristischen Ebene guckt, hat man immer gleich diese Sache,
Schwangerschaftsabbruch als Recht der Frauen. Ich glaube aber, das ist gar nicht das, was einen Schwangerschaftsabbruch ausmacht, weil die schwangere Person, die nicht schwanger sein will, sondern einen Abbruch macht, kämpft ja nicht um ein Recht, sondern die sieht sich mit einer problematischen Notwendigkeit konfrontiert. Und deswegen müssten wir eigentlich argumentieren, Schwangerschaftsabbruch ist kein Recht, es ist manchmal eine Notwendigkeit. Und die Aufgabe der Gesellschaft wäre eigentlich zu überlegen, wie kann man Menschen, die mit dieser Notwendigkeit konfrontiert sind, am besten unterstützen. Das wäre eigentlich die Aufgabe von Politik. Was brauchen die, was brauchen sie nicht und so weiter. Also wie könnte man eigentlich ungewollte Schwangerschaften gesellschaftlich so regeln, dass sie gut ablaufen? Ja? Also das wäre eine interessante Diskussion. Und das ein bisschen weg von dem Juristischen, wobei das natürlich nicht unwichtig ist. Also ich wollte noch mal zu deiner Frage vorhin, soziale Bewegungen versus Parteipolitik. Wahrscheinlich muss man das an allen Enden machen, je nachdem, ob eine jetzt Parteipolitikerin ist oder so. Ich meine, ich kann super sagen, 218 abschaffen, weil ich habe ja keine Institutionen, ich bin ja nur ich. Also je nachdem, wo man sich befindet, kann man ja dann auch von verschiedenen Positionen aus am selben Strang ziehen. Ne? Ja, also mir spricht das natürlich auch persönlich total aus dem Herzen. Ich fände gut, und das passiert ja teilweise auch schon, wenn die Frauenverbände, ja, und die Zivilgesellschaft anfangen würden, diese Diskussion zu führen. Ja, weil dann würde man vielleicht auch irgendwann zu einem ganz pragmatischen juristischen Vorschlag kommen. Und da müsste man gucken, wie man das durchsetzt. Ja, aber dazu wäre erstmal nötig, dass alle anfangen, darüber zu sprechen. Ich wollte noch mal sagen, auch wenn ich da vorhin sehr realpolitisch argumentiert habe, obwohl ich ja auch für den linken Flügel noch vorgestellt wurde, mir ist natürlich so, ich finde auch richtig, den Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch zu nehmen. Man muss bloß dann irgendwann auch sagen, wie es geht. I just wanted to follow up on that. Ich wollte nur noch einmal etwas zur Diskussion sagen. Also die Abtreibung ist ja eine medizinische Versorgung. Und wenn eine Frau schwanger ist und dann in einer Situation ist, wo sie ungewollt schwanger ist, dann sucht sie nach medizinischer Hilfe. Und die WTO hat es ganz klar gesagt, dass die Staaten die Abtreibung so regulieren sollten, dass die Gesundheit der Frauen geschützt wird und auch die Menschenrechte geschützt werden. Das heißt, das ist ein legitimer Teil des Gesundheitssystems, die Abtreibung. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Also es gibt ein Stigma, das auf denjenigen liegt, die Abtreibungen anbieten und auch auf Frauen, die Abtreibungen hatten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil einer jeden Kampagne, oder sollte es sein, dass man hier auch versucht, die Abtreibungsversorgung und die Abtreibung selber zu entstigmatisieren. Und das ist natürlich nichts Neues. Gegenwärtig gibt es aber zwei UN-Menschenrechtsausschüsse zur Beseitigung von Diskriminierung von Frauen und der Ausschuss im Bereich Fruchtbarkeit und Ähnliches, dass wir hier sicherstellen müssen, dass Frauen Zugang zu der Gesundheitsversorgung haben, einschließlich Abtreibung. Und die Abtreibungsgesetze, die verlängern diese tief verwurzelten Stereotype, die und Stigmata ermöglichen nicht die Autonomie der Frauen und die Wahlfreiheit. Und deswegen sollten sie zurückgenommen werden, weil sie eben diskriminierend sind. Das heißt, die Sprache, die hier genutzt wird auf UN-Ebene, ist viel stärker. Also die basiert auf Menschenrechten und auf der Selbstbestimmung, den Selbstbestimmungsrechten von Frauen. Das wollte ich nur noch einmal in die Diskussion einwerfen. Heike Schulze ist mein Name. Ich hätte vorweg eine Frage an Adriana, und zwar wüsste ich gerne, wie die rechtliche Situation in Irland jetzt nach dem Referendum aussieht. Und kurz zu mir, ich bin Juristin und habe einen Lobby-Hintergrund. Und ich wollte ganz ausdrücklich zustimmen, dass man es vielleicht eher so machen müsste, die Diskussion nicht so schrecklich juristisch zu führen, weil eine Sache habe ich in meinem beruflichen Leben als Lobbyistin gelernt.
es geht nicht darum, dass man eine Sache juristisch gut begründen kann und den Weg zeigen kann, wie eine gesetzliche Regelung aussieht, weil wenn man sich darüber einig ist, wo man hin möchte, dann findet man juristisch ein Konstrukt. Das ist wirklich nicht das Problem. Das Wichtige ist, die Personen, die in bestimmten Positionen sind, dazu zu bringen, zu sagen, ja, das wollen wir anstreben, so muss es gemacht werden, also jetzt nicht der Weg, so muss es gemacht werden, sondern dieses Ziel müssen wir erreichen. Und ja, tatsächlich mit den Ultrakonservativen, die schreien, Abtreibung ist Mord und die vor irgendwelchen Arztpraxen mit irgendwelchen Mini-Embryonen aus Plastik stehen oder hier mit großen Holzkreuzen durch unter den Linden ziehen, mit denen müssen wir uns nicht unterhalten, die werden wir nicht überzeugen. Aber was wir sehen müssen, ist, dass auch im linken Spektrum, guckt in den Prenzlauer Berg, guckt in den 61er, also den etwas wohlhabenderen, gesetzteren Teil von Kreuzberg. Ich glaube nach wie vor das einzige grüne Direktmandat bundesweit in Kreuzberg. Ne? Ist auch so die Gegend, wo ich wohne. Da sind total viele, die im Grunde genommen links sind, die Feministinnen sind oder Feministen. Aber wenn du da dann mal beim Grillen das Thema auf Abtreibung kommt, dann geht es ganz schnell, ganz hoch her. Und im Prenzlberg, die Lebensrealitäten dort sind so sackkonservativ und diese ganze Diskussion, also ich krieg immer so ein bisschen Beklemmungszustände, wenn auch in feministischen Diskussionen gesagt wird, keine Frau macht sich diese Entscheidung leicht. Das ist was ganz tief in diesem deutschen Ideal, wie eine Frau und eine Mutter zu sein hat. Sie hat Mutter sein zu wollen. Es ist ja völlig unvorstellbar, dass eine Frau vielleicht aus welchen Gründen auch immer kein Kind möchte. Und natürlich hat sie darunter total zu leiden. Und ich habe immer das Gefühl, wir führen deshalb die falsche Diskussion und würde das, was du, Adriana, vorhin gesagt hast, dass wir mehr, und auch Sie, Frau Schrupp, gesagt haben, viel mehr in den Vordergrund stellen, zu was führt das eigentlich. Ich habe den Eindruck, dass wir ein großes Informationsdefizit auch bei sehr aufgeklärten, politisch interessierten Frauen haben. Also aus meinem Freundeskreis, ganz überwiegend feministisch interessierte Frauen, viele davon wissen gar nicht, dass man so eine Abtreibung im Zweifelsfall selbst bezahlen muss, wenn man nicht gerade eine kriminologische Indikation hat, ne? Und was heißt das? Das heißt letztlich, eine Frau, die vergewaltigt worden ist und davon schwanger geworden ist, muss sich offenbaren, und zwar nicht nur gegenüber irgendeiner Freundin oder irgendeiner Therapeutin, sondern auch gegenüber ihrer Krankenkasse zum Beispiel, was ihr passiert ist. Viele wissen gar nicht, dass wir eine eklatante Unterversorgung haben an Ärztinnen mittlerweile und Ärzten, die diese Eingriffe vornehmen, was auch daran liegt, dass eben die Ärztinnen und Ärzte, die die Kämpfe in den 68ern noch mitbekommen haben, ne? Und in Irland hat ja, glaube ich, ganz stark dieser Fall beigetragen von dieser Zahnärztin, glaube ich, die auch noch lobbytechnisch glücklicherweise eigentlich die Schwangerschaft austragen wollte, aber es medizinisch nicht mehr konnte. Das Kind ist dann im Bauch dieser Frau gestorben und sie ist dann letztlich an der Sepsis gestorben, weil ihr eine Ausschabung... Ja, das hatte Adriana auch schon genau gesagt. Genau, und also ich glaube, solche Fälle müsste, also sowas habe ich in der deutschen Zeitung aus Deutschland noch nie gelesen und vielleicht sollte man mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ja, danke schön. Also, ich komme noch aus dieser 68er-Bewegungszeit, bin abtreibende Ärztin und habe mich da auch in der Taz geoutet dafür. Und ich denke, es gibt eine Regelung oder es könnte eine Regelung geben, danach wurde gefragt. Wir haben ein Land, ein Riesenland, in dem es also keine gesetzliche Regelung für das Strafrecht, also strafrechtliche Regelung gibt. Das ist Kanada. Kanada hat komplett den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafrecht rausgenommen. Und es ist nicht Sodom und Gomorra dann passiert, ne? Sondern die haben alle einen ganz zivilen Umgang damit. Es gibt Gebiete, die ein bisschen unterversorgt sind, ganz sicher. Und es gibt eine Insel, auf der kein Abbruch stattfindet, warum auch immer. Also da gibt es irgendwelche religiösen, sektenförmigen Verbände, die das also verhindern. Also ganz einheitlich ist es nicht, aber es gibt es also in einem großen Maß eben, also ein Umgang, der auf dem ärztlichen Standesrecht geregelt ist. Und das gibt das Standesrecht her, dass man das so regeln kann. Und das könnte man einfach auch der Öffentlichkeit anbieten, ohne dass die also denkt,
dann werden, da wird also ein Gemetzel stattfinden danach, was völlig ungeregelt ist und da wird ein Notstand dann passieren. So wird es sicher nicht sein. Und was ich dann noch ganz kurz anmerken wollte, ist, dass dieses Thema in der Medizin, Schwangerschaftsabbruch, ist komplett der Einschüchterung der Paragraphen 218 und 219 anheimgefallen. Also in den Fachgesellschaften, weder in den Fachgesellschaften noch in der Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner, findet Schwangerschaftsabbruch statt. Das ist wirklich, also ganz am Rande wird es gestreift im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik, zumindest in der Charité, aber auch in anderen Universitäten ist das so. Und nicht umsonst hat sich an der Charité eine Organisation gegründet, Medical Students for Choice. Das ist eine ganz schlagkräftige junge Truppe, ursprünglich eine Organisation aus den USA. Und die Charité hat eben jetzt auch so eine Gruppierung. Und die haben schon vor 3 Jahren angefangen, uns anzufragen, also erfahrene Gynäkologinnen. Ich bin im Ehrenamt im Vorstand vom Familienplanungszentrum, anzufragen, ob wir denen nicht einen Papaya-Kurs bieten könnten. Papaya-Kurse sind seit 2002, 2003 in Kalifornien ein Instrument, mit dem den Studierenden beigebracht wird, wie Untersuchung am schwangeren Uterus ist, anhand von einer Papaya. Und wir sind gerne drauf eingegangen, weil das ist toll, dass man überhaupt das Thema in die Universität bringt. Und wir haben so jedes Semester haben wir einen Kurs gemacht und dann kam der 219a und plötzlich war ein wahnsinniges Interesse medial am Papaya-Kurs und es hat dazu geführt, dass dann auch ein zweiseitiger Taz-Artikel erschienen ist mit der Überschrift, die aus unserer Sicht sehr unglücklich war, Anti-Papaya-Fertig-Abbruch. Also so eine Form von Skandalisierung, leider ist es so passiert und wir sind zitiert worden, oder zuerst mal sind die Medical Students zitiert worden und der Fachbereich, der bis dahin für diese Papaya-Kurse überhaupt gar kein Problem hatte, Charité-Räume zur Verfügung zu stellen, hat diskutiert, dafür jetzt keine Räume mehr zur Verfügung zu stellen. Und ich war mit Julia Bartley, der letzten Endokrinologin und Lehrenden in der Charité, zu Themen wie zum Beispiel auch Schwangerschaftsabbruch, es hätte sein können, was aber nicht war, war ich mit den Medical Students bei der Fachbereichsleitung und wir haben also uns eingesetzt, dass es weiterlaufen wird und es wird weiterlaufen. Also die Medical Students haben einen extrem guten Vortrag da gehalten. Und wir haben hier auch jemanden da. Ich bitte ein bisschen um Kürze, weil wir wenig Zeit haben. Aber Alicia, bitte, du hast auch gerade deine Hand gehoben. In dem Mikro. Genau. Sag noch was kurz zu den Entwicklungen im Curriculum und dann würden wir noch mal in eine Abschlussrunde hier auf dem Podium gehen. Ja? Genau, mein Name ist Alicia Bayer. Wir sind beide von Medical Students for Choice, Caro auch. Und ja, wie Gabriele das schon erzählt hat, dürfen wir die Räume weiter benutzen und wir haben auch eine Curriculumsänderung durchsetzen können. Nächstes Jahr wird ein neues Seminar geben, zu den immerhin rechtlichen und gesellschaftspolitischen Aspekten des Schwangerschaftsabbruchs. Das Medizinische wird weiterhin nicht besonders stark vertreten sein. Und ich wollte auch kurz sagen, weil vorhin der Satz fiel, Ärzte stehen immer auf der Seite der Frauen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, der Rechtsruck in der Gesellschaft, der betrifft auch Ärzte und Ärztinnen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es im Studium und in der Facharztausbildung mehr thematisiert wird, damit Ärztinnen dann professionellen, sachlicheren Zugang zu entwickeln können, als sie das von der Gesellschaft sonst allgemein nur bekommen würden. Also ich würde sie nicht idealisieren, die Ärzteschaft. Ich glaube, es gibt sehr viele konservative Meinungen auch dort. Ja, genau. Vielleicht kannst du noch 2 Sätze dazu sagen, also dass das nicht nur eine Meinung von dir ist, sondern ihr ja gerade auch eine Studie abgeschlossen habt. Ne? Wir sind gerade in der
in der Phase der Fertigstellung der Publikation dazu. Das wird dann auch bei uns auf der Webseite sein. Sag nochmal zwei Sätze dazu. Genau, wir haben eine qualitative Studie gemacht und Medizinstudierende und GynäkologInnen eben befragt in so circa einstündigen Interviews zu ihren Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch. Und das war schon überraschend, wie dieses Tabu eben auch bei den MedizinerInnen vorherrscht, wie Unsicherheiten da sind und auch wie selbst ÄrztInnen, die Abbrüche durchführen, im Grunde das keine aktive Entscheidung war, sondern oft sehr passiv getroffen wurde, pragmatisch und eigentlich so politisch und sie gar nicht so dahinter standen. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber also es zeigt, dass da auch noch viel Arbeit zu leisten ist, um MedizinerInnen da auch irgendwie klarzumachen, dass der Zugang wichtig ist. Also uns schien, dass das oft viel nicht so klar war und vieles nicht gewusst wurde. So. Ja, danke schön, Alicia. Wir sind ein bisschen über die Zeit, deshalb würde ich gerne unser Panel nochmal für eine kurze Abschlussrunde bitten, aber damit wir dann vielleicht auch noch draußen bei einigen Getränken noch weiter diskutieren können. Adriana, ich würde dir das Wort zuerst geben, da war ja auch noch mal eine konkrete Frage an dich. Also zunächst einmal zur Frage, nach dem Referendum haben die Regierungsvertreter an der Abtreibungsgesetzgebung gearbeitet. Und ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die jüngsten Entwicklungen sind, aber Sie haben gesagt, dass Sie wollen, dass das Gesetz bis zum Ende des Jahres verabschiedet wird. Und das Gesetz wird höchstwahrscheinlich die Abtreibung bis zum Ende der 12. Woche auf Nachfrage erlauben. So würde also die irische Gesetzgebung dann den europäischen Gesetzen folgen, was jetzt die Fristen angeht. Abschließende Bemerkung. Puh. Ich denke, dass auch aufgrund der Erfahrungen in anderen Ländern es wichtig ist, insbesondere in einem Kontext, wo wir Rückschritte machen oder wo es eine starke Opposition, also eine Gegnerschaft gegen Abtreibung gibt, dass wir Zeit und Ressourcen investieren, um an einer gemeinsamen Strategie zu arbeiten. Mit Blick auf Reformen und um zu wissen, was die Öffentlichkeit über die Gesetzgebung denkt und was die Menschen eigentlich gerne sehen würden, also ob die Gesetzgebung liberalisiert werden sollte und wenn ja, wie. Und man muss auch die Perspektive der Frauen natürlich hier berücksichtigen auf die Gesetzgebung und auch die Erfahrungen der Frauen mit einbeziehen in die Abtreibungsgesetzgebung. Das ist wirklich ein wichtiger Teil einer jeden Kampagne. Antje, bitte. Ja, also ich fand das jetzt auch nochmal mit den Ärzten total interessant. Ich habe da nämlich was Ähnliches gelesen über Italien, wo sie auch das große Problem haben, dass es keine Ärztinnen und Ärzte gibt, die Abtreibung vornehmen. Und ich habe das dann gelesen und dachte, naja, so katholisch, wie das in Italien ist, wird es daran liegen. Dann habe ich weitergelesen und kann das jetzt nicht verifizieren, dass wohl der Hauptgrund sei, dass man mit Abtreibung nicht genug verdienen kann. Das lohnt sich nicht, das anzubieten in der eigenen Klinik. Das heißt sozusagen, ich würde sagen, das Wichtigste ist, wir müssen das Thema Abtreibung und Zugang zu Abtreibung repolitisieren, denn offensichtlich ist ja bei diesen Ärzten sozusagen, die sind sich nicht darüber im Klaren, was für eine politische Bedeutung es hat, wenn sie keine Abtreibungen anbieten. Dass das eben nicht eine Frage ist, wie ist die Warzen wegmachen, rentiert sich nicht, biete ich nicht an, sondern dass das eine politische Entscheidung ist, es nicht zu tun, genau wie es eine politische Entscheidung ist, es zu tun. Und dasselbe gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die dann so ein Thema wie 219a mal eben den Koalitionsverhandlungen opfern, weil warum
warum ist diese Abtreibung eigentlich so wichtig? Das wollen wir jetzt diesen Konflikt nicht eingehen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die eigentlich für uns wären, aber aus pragmatischen Gründen, weil es zu viel Geld kostet, weil es zu mühsam ist zu diskutieren, weil man sich dann ärgert mit dem und der, das Thema nicht wichtig finden. Das hat sozusagen was mit einer Fehleinschätzung der symbolischen Bedeutung dieses Themas zu tun auf Seiten der Rechten. Und das ist eine politische Fehleinschätzung, die hat gar nichts damit zu tun, wie man zu dem Thema Abtreibung oder so steht, sondern das hat was damit zu tun, wie man die gegenwärtigen politischen Konfliktlinien einschätzt. Und da müssen wir sozusagen sowohl die unpolitischen Bystander, ja, wie in der Ärzteschaft, als auch die falsch politisch Denkenden in den Parteien oder in den Verbänden, die nicht die Bedeutung des Themas sehen. Also die müssen wir sozusagen ansprechen und sozusagen diesen Federhandschuh der Rechten aufnehmen und sagen, okay, wir stellen uns jetzt hinter das Thema und wir schaffen dafür auch politische Allianzen, weil das jetzt der symbolische Kristallisationspunkt ist für diese generelle gesellschaftliche Auseinandersetzung, in der wir stehen. Ja, Frau Hahn, bitte. Also ich wünsche mir sehr, dass NGOs oder auch Stiftungen und andere politische Akteure sich stärker engagieren, das Thema Selbstbestimmung auch über Reproduktion nochmal auf die Tagesordnung zu setzen. Dazu gehört dann irgendwann auch der Schwangerschaftsabbruch, aber eben auch mehr gehört dazu und das Thema stärker auf die Tagesordnung zu nehmen. Dann wünsche ich mir sehr, dass Frauen und alle, es sind ja über 100.000 im letzten Jahr gewesen, die einen Abbruch hatten, das nicht mehr so heimlich für sich behalten, sondern es auch thematisieren und nicht verschweigen und dass durch dieses Nicht-Verschweigen das Thema auch mehr in die Öffentlichkeit gerät, weil in den letzten Jahren konnte man beobachten, dass fast alle Frauen das Thema maximal der besten Freundin gesagt haben, aber oft nicht mal das, sondern es ganz für sich behalten haben und das kann kein Zustand sein. Dann wünsche ich mir natürlich, dass der 219a fällt. Ich bin ein bisschen skeptisch natürlich, ob da irgendwas politisch gelingt mit der Regierung, die wir haben. Das ist eigentlich so ein bisschen ausgeschlossen, könnte man sagen. Und befürchte fast so eine weichgewaschene, weichgespülte Lösung, die es dann gar nicht mehr erlaubt, den engagierten Ärztinnen bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Da hoffe ich vielleicht doch noch eine kleine Lösung dort. Das wird sich zeigen. Ja? Aber ich hoffe zumindest, der fällt. Und wenn der fällt vielleicht irgendwann auch noch der 218. Dankeschön. Bitte. Ja, ich kann mich da gut anschließen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, eine Rollenteilung zu haben. Ja, und unterschiedliche Organisationen und Menschen machen unterschiedliche Sachen. Also es gibt welche, die einfach radikal in Frage stellen, wie könnte das sonst geregelt werden. Es gibt welche, die Studien machen und ich finde super, was die Medical Students for Choice machen, weil es einfach total wichtig ist, dass auch da von Studierendenseite so ein Zeichen gesetzt wird und dass ihr da aufklärt. Und ich glaube, es ist aber trotzdem auch richtig, weiter an dieser juristischen Perspektive zu arbeiten. Aber ich stimme dir auch komplett zu, dass es natürlich das Wichtigste ist, einfach zu informieren und aufzuklären, weil eben tatsächlich viele Leute, glaube ich, in Deutschland gar nicht wissen, dass der Schwangerschaftsabbruch noch im Strafgesetzbuch ist. Und das erstmal darüber aufzuklären und auch deutlich zu machen, dass die Versorgungslage eben immer schlechter wird und dass das ganz eindeutig ja auch mit dem 218 zusammenhängt, das ist, glaube ich, auch total wichtig. Vielen herzlichen Dank. Ich denke, das waren alles sehr kraftvolle Statements. Ich kann mich nur bei Ihnen allen, bei euch allen bedanken für die Diskussionsfreudigkeit, für die Kontextualisierung und auch die neuen Ansatzpunkte, die neuen und auch alten Forderungen. Ich kann allen auch nur versichern, dass wir als GWI, als Böll da auch die standfesten Partnerinnen weiter sein werden, dass wir auch immer gern auch die Plattform sind, wo wir auch diese Gespräche, auch den Streit, aber auch vor allem die visionären Lösungen weiter auch entwickeln können. Ihnen und euch auch herzlichen Dank, dass Sie das mit uns heute Abend durchdacht und durchstritten habt und bitte dranbleiben. Tschüss.